geht um einen YouTuber, der sich einen Ferrari gekauft hat, okay? Ich glaube, das ist schon nice. Und zwar, meine Freunde, wir schauen uns das Video von Marc Gebauer an. Ich kaufe ein neues Auto, Fragezeichen. Und das Ding ist auch, das Video ist schon ein bisschen älter. Und ich glaube, viele wissen es wahrscheinlich auch schon, er hat einen Ferrari gezogen. Ich habe das Video aber irgendwie noch nie gesehen. Und ihr wisst, ich liebe es, wenn YouTuber sich irgendwie Häuser, Wohnungen, Autos, Uhren gönnen. Ich finde sowas immer sehr nice anzuschauen. Und Ferrari kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Deswegen würde ich sagen, wir starten rein bei dem Ehrenbruder Marc Gebauer. Abfahrt mit dem Video. Es geht mal wieder los. Wir haben einen großartigen Trip vor uns, ja. Aber zunächst einmal das Allerwichtigste. Victoria hat Geburtstag. Hey, Marc, bester Mann, safe, Alter. Also Marc, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Wird mal wieder Zeit. Was haben wir heute vor? Heute geht es als erstes zu einem Videodreh von ein paar anderen YouTubern. Wir müssen erkennen, welche Uhr zu welcher Person gehört. Genau so ist es nämlich. Und dann morgen, das war doch von Dave, in Hamburg, so gibt es das Streaming-Event Trimax lädt ein, Fußball zu spielen. Und ja, da werde ich ein bisschen moderieren. Und da freue ich mich sehr drauf. Also, let's go. Nach dem Videodreh jetzt habe ich im Übrigen noch... Denkt ihr, Marc würde auch in einem Anzug Fußball spielen? Ich kann mir Marc gar nicht in Sportsachen vorstellen. Einen sehr spannenden Termin. Es dreht sich wieder um Autos, ja. Jemand von Ferrari hatte mich kontaktiert, dass ich vielleicht mal in Kontakt mit der Thematik Ferrari komme. Und ich wollte es mir einfach mal anschauen. Bis jetzt ist der Funken bei der Marke noch nicht so übergesprungen. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja heute was. Ja, wir schauen uns den Portofino auf jeden Fall und sonst allgemein, was die Marke so zu bieten hat. Ja, ist so das erste also, Mal. Also Marc, sein Porsche bin ich auch schon gefahren. Der war im, boah, lass mich lügen, wann war Marc hier bei mir? Im November, Dezember? Da war ich auf jeden Fall frisch hier im neuen Haus. Da war auch noch außen voll Baustelle. Da hat mich der Marc besucht, da bin ich auch schon sein Porsche gefahren. Auch geiles Auto. Also Porsche ist halt auch mega alltäglich und trotzdem voll sportlich so. Geiles Auto und Ferrari ist dann halt schon mehr extravaganter, ne? Ich bin mal gespannt. Also ich kann nicht schon mal Ferrari fahren, aber es war jetzt nie so, dass mich das so emotional gepackt hat wie jetzt bei Porsche. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Also der Plan ist, ich gucke mir die Leute an und muss dann sagen, was die am Handgelenk haben. Genau, also es wird so sein. Du stehst in der Szene, du stehst vor der Kamera, es kommen 6 Leute rein. Diese 6 Leute haben keine Uhr um, die Uhren sind aber schon vor dir in einem Case. Ah, okay. Das setzt und das dann Video, gehen ja? alle 6 Leute wieder raus. Ja. Ah, das war ja von Dave, wie ich mir dachte. Zwei Studios bereit gemacht, damit wir immer parallel drehen können. Skipp das mal ein bisschen, Leute, weil wir wollen das Auto sehen. Wir gucken mal, was es denn da so gibt und drehen vielleicht auch eine Runde. Hier geht, glaube ich, die Post ab, oder? Hier sieht man schon ein Auto nach dem anderen. Jetzt sind wir hier, oder was? Boah, also ich sage euch ehrlich, Leute, meine ehrliche Meinung zu Ferrari. Ferrari ist geil. Aber leider nicht die neuen Modelle. Also ich feiere mehr die alten Modelle von Ferrari so. Der 488 Pista war noch richtig geil. Wann kam der raus? 2018 oder so. Geiles Auto, mein absoluter Lieblingsfahrer, der 488 Pista. Aber jetzt alle neuen Modelle, die rauskamen, finde ich absolut scheiße. So diese Aroma und was. Ich fand die so muchtig, ja. So diese alten Ferraris, ne? Überleg mal, diese Oldschool. Der 812. Klar, LaFerrari sowieso. Enzo. So, solche Dinger, ne? Richtige Bretter, richtig krass. Pista, noch geil, 488 Pista, aber jetzt so die neueren Modelle, ich würde mir keinen davon holen. Selbst wenn ich 100 Millionen auf Konto hätte und mir jedes Auto kaufen könnte und mir alles scheißegal wäre, es gibt kein Ferrari aktuell von den neuen, der mir gefällt. Ist leider so. Ist ein bisschen schade, weil es eigentlich eine geile Marke ist. Also aktuell nur 488 Pista, alles andere Much. Ja, aber es hat mich sehr gefreut über die Kontaktaufnahme. Ihr habt ja wunderschöne Autos hier stehen tatsächlich. Ne? Wir haben direkt das Wetter aus Maranello bestellt, damit es direkt passend ist. In deinen Adern, also Ferrari ist deine Marke, ja? Ferrari ist meine Marke. Ich stelle mir ja die Frage, guck mal, meine Freunde und Bekannte zum Beispiel, die fahren jetzt Lambo und sowas. Lambo zum Beispiel wäre jetzt irgendwie das... Passt nicht zu. Meine Freunde, die fahren Lambo und sowas. Marc hat nur reiche Freunde. Passt nicht zu mir. Meinst du denn, also würdest du Ferrari 812 Superfast, Geist, Johnson, safe. Sorry, da ist so auf Pause hier, aber 812 Superfast, safe, Geist. Also es ist schwierig. Ich finde den 812 Superfast übelst geil, weil wegen dieser Coupé-Form. Aber auch den 488 Pista. Ich weiß gar nicht, welchen Ferrari ich krasser finde, wenn ich mich entscheiden müsste, welchen ich haben will. Ich weiß es nicht. Das sind meine Lieblingsferraris, safe. Der 812 und der 488 Pista. Portofino ist unser vielseitiges Auto. Wir haben Coupé, wir haben Cabrio, wir haben 2+2 Sitzer, wir haben 620 PS, 8 Zylinder. F40, auch so geiles Auto. Stimmt. Immer mehr F40, ja. Eine Hybridisierung bekommen, das sieht man bei Porsche mit dem Taycan, das ist ja ein komplettes Elektroauto. Wir werden bauen, wir haben FF90, der ist ein Hybridfahrzeug. Wir werden Ende des Monats SF90 auch so schmutzig. Man sieht, wo es hingeht.
Und da muss man ganz einfach sagen, diese ganzen, ich sag mal, 8 Zylinder, sowas stirbt einfach raus. Okay. Ja, und wenn man dann sagt, ja, ist immer die Frage, was man so vorhat mit seinem Auto, was man damit macht. Ein Portofino ist einfach ein unglaublich vielseitiges Auto. Wow, okay. Sehr schönes Auto. Ist halt so ein Chiller-Portofino. Und das Auto, also was, warum fehlt's? Also ich muss dir ehrlicherweise sagen, jetzt diese Serie Portofino höre ich das erste Mal. Also die Serie Portofino fing eigentlich 2008 an. Ich finde, Portofino ist ein Sportcoupé. Ist meiner Meinung nach nicht ein Sportwagen, so ein richtiger, ist mehr so ein Sportcoupé. Ne, das ist so ein, ja, ein Cabrio. So Kalifornien. Hat ja auch den Motor vorne und nicht hinten. So, das so ein, ach, da, der gehört dazu. Kalifornien, okay. 2008 präsentiert, 2009 kamen die ersten Autos. Das war der Frontmotor 2+2 Sitzer. Mhm. Damit fing das alles an. Dann über California 30, California T. Findet ihr auch, dass der Typ ein bisschen aussieht wie Jeremy Fragrance? Findet ihr auch? Ist das Jeremy Fragrance sein verlorener Zwillingsbruder? Portofino und jetzt Portofino M, Modifikator. Und seit wann gibt es das Auto? Das ist unser erstes Auto. Wir haben noch kein Kundenauto bekommen. Du bist wahrscheinlich einer der Ersten, der dieses Auto fährt. Wow, okay, cool. Wie viel PS hat das jetzt? 620 PS. Ah, oh, ist schon stark. Ja, sehr, schön. Sehr, sehr schön, ja. Cuyo, Cognac ist ja so total Italien. Ja, muss man sagen, ne? Ja. Okay, wie läuft das jetzt hier? Also aber Auto gefahren bist du schon. Ja, ich hab meinen Führerschein. Genau, wir haben so ein Keyless Go. Ah, okay, okay. Ein halbes Keyless der rote Go. Schlüssel ist halt geil bei Fahrrad. Man aufschließen muss, aber man hat jetzt keinen Zündschloss mehr. Du trittst einfach auf die Bremse, drückst den Startknopf, der berühmte Startknopf. Oha. Du merkst auch, klar, der hat einen Sound, aber es ist jetzt nicht so vollkommen übertrieben, dass die ganze Nachbarschaft jetzt aus hört dem Bett springt und denkt, hört sich gut an. Fährt der Assi wieder los. Nein, das ist wirklich, das ist sehr, aber ich muss sagen, die belüfteten Sitze, wow. Ja. Wow. Ich finde die ganzen Fahreigenschaften des Fahrzeugs. Wir machen mal auf Komfort. Und ja, jetzt können wir eigentlich so losfahren, ne? Ja, genau. Wir haben hier drin das neue 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Sehr, sehr angenehm zu fahren. Wir haben gerade eine Runde gedreht. Ich versuche euch mal den Sound mit einzufangen. Ich finde, hat sich innen drin besser angehört als außen. Sieht übrigens geöffnet aus. Wir können ihn auch nochmal schließen. Voll elektrisch, 14 Sekunden. Geil. Bis 40 km/h. Ist halt so ein Chill-Auto, finde ich. Denn so Portofino ist so eine Kiste, so auf entspannt, schön mit Frau, Roadtrip machen, so kannst noch schön ein paar Taschen Gepäck auf die Rückbank werfen. Das ist so ein Chiller-Auto. Als Alltagsauto, man kann den ganz, ganz ruhig fahren, natürlich auch in anderen. Ich glaube, den kannst du auch gut alltäglich machen. Ein sehr, sehr schönes Auto. Also muss ich sagen, ein sehr, sehr nettes Gespräch gehabt. Und für all diejenigen, die sich gefragt haben, wo ich hier war, es war bei Lux Sportivo. Und der Herr, der uns die ganze Zeit begleitet hat, ist tatsächlich zum weltweit besten Verkäufer gekürt worden. Er hat mir das so nebenbei erzählt, dass er einen Award mal gewonnen hat und so weiter. Er ist der weltweit beste Ferrari-Käufer. Ich wollte mir das erst gar nicht erzählen. Der Verkäufer. Aber tatsächlich weltweit der beste Verkäufer. Das ist ja so eine Sache, kriegt man ja nicht ohne Grund. Hä, überleg dir das mal. Weltweit der Beste? Das zeigt ja aber auch, dass in Düsseldorf, das zeigt ja aber auch, dass da unfassbar viele reiche Leute sein müssen, die sich das kaufen können. Weil du kannst ja noch so ein guter Verkäufer sein, wenn du jetzt in irgendeinem Gebiet wohnst, wo sich niemand einen Ferrari leisten kann. Ne? Krass, ich hätte jetzt eher so gedacht, dass so der krasseste Ferrari-Käufer ist, Verkäufer ist dann irgendwo, keine Ahnung, Monaco, Dubai oder so. Oder Dubai, hey, safe, Dubai, jeder Scheich kauft doch 20 Ferraris, so einen auf den, weißt du? Aber krass, in Düsseldorf, nice. Also er wollte nicht, dass ich es erzähle, aber ich erzähle es jetzt trotzdem mal im Video. Von daher, wenn ihr Interesse habt, mal mit der Marke in Kontakt zu kommen, schaut gerne mal bei denen vorbei. Es ist wirklich ein tolles Haus und sie haben auch ein paar Autos da, dass man sich das mal live anschauen kann. Die Warenverfügbarkeit ist aktuell auch sehr knapp. Ach, ich dachte jetzt aber, Marc kauft sich in den... Ich hab auch einen Vlog. Scheiße. Yeah. Hast du laufen? Ich hab auch, verdammt. Ich muss auch laufen lassen, aber nicht pinkeln. Es kommen ja wirklich sehr, sehr viele, ne? Ja, super. Ich dachte, Marc kauft sich in dem Vlog sein Ferrari. Irgendjemand meinte zu mir, Marc hat sich einen Ferrari gezogen. Ich dachte, das wäre das Video. Ach scheiße, ich habe mir das falsch angeguckt. Das hier wäre das Richtige. Wir können ja nächstes Mal nochmal gucken. Ich mache mir das auf die Watchlist drauf, Leute. Können wir nächstes Mal nochmal schauen. Irgendjemand meinte mir, Marc hat sich einen Ferrari gekauft. Dann dachte ich mir so, ich schaue mir das im Livestream mit euch an und dann gucke ich mir einfach das falsche Video an. Das war nichts gewesen.